Professor Dr. Spitzer, erstmal vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, nach Fürstenbruck zur Kästehäuser-Stiftung. Ja. Ein Thema, was uns natürlich wahnsinnig betrifft, befasst. Ich mich auch sehr stark mit dem Thema junge Menschen. Man sieht sie in der U-Bahn, überall sitzen sie da und machen nur noch mehr an dem Handy rum, unterhalten wird gar nicht. Ich erlebe Familien, die mit den Kindern zusammensitzen, der Vater, die Mutter, beide Kinder sitzen nur am Handy und die Kommunikation geht kaputt. Aber das Gehirn geht auch kaputt, sagen Sie. Welche Auswirkungen hat diese krankhafte Mediennutzung auf die jungen Menschen? Da gibt es eben leider sehr viele Auswirkungen. Beispiel, wenn ich immer reagiere auf das Handy, was klingelt, was mich eben ständig an irgendwas erinnert oder was ständig mir eine Nachricht schickt, die bedeutungslos ist. Mein Freund hat gerade ein Gummibärchen gegessen oder irgend sowas. Das lenkt mich ab und zwar von dem, was ich eigentlich gerade mache. Das fängt bei kleinen Kindern schon an, die klettern auf einen Baum oder spielen Fußball und so weiter. Und das ist eine Tätigkeit jeweils, die willensgesteuert ist. Und wenn ich oft genug ein Lied gesungen, ein Bild gemalt, auf den Baum geklettert, Fußball gespielt und alles Mögliche an eigenen Aktionen gemacht habe, dann lerne ich, meinen Willen zu gebrauchen. Das heißt, er entsteht dadurch, dass ich ihn gebrauche. So wie meine Sprachzentren dadurch entstehen, dass ich spreche und auch Sprache verstehe. Und wenn ich nun ständig dabei gestört werde und wenn ich gar nicht mehr dazu komme, einen eigenen Akt zu konzipieren und dann durchzuführen, weil mir das Ding ja dauernd sagt, was ich zu machen und zu tun habe, entsteht kein Wille. Das ist eine Beobachtung, die mir neulich ein Personalvertreter einer großen deutschen Firma sagte, Herr Spitzer, dass die 16-Jährigen, die wir als Lehrlinge kriegen, dass die keine Prozent- und keine Bruchrechnung mehr können. Das ist ja nicht so schlimm, das können wir ihnen ja beibringen. Problem ist, die wollen nichts mehr. Was erwarten Sie sich von diesem Vortrag? Dass die Jungs einfach mal eine andere Meinung hören, nicht nur immer die Mutter, wenn die das sagt. Allgemeine Aufklärung, was wirklich die Medien auch mit unserem Gehirn machen. Ja. Und ich bin schon sehr neugierig drauf. Ich habe keine speziellen Erwartungen. Ich wollte den Manfred Spitzer mal live sehen und nicht nur im Fernsehen. Es wird sehr interessant. Als Vorstandsvorsitzender der Kästehäuser Stiftung möchte ich Sie recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen. Die Stiftung ist in Fürstenfeldbruck wohnhaft und befasst sich mit Forschung im Bereich Demenz, Seniorenforschung, internationales Erbrecht, Betreuungsrecht, aber auch intensiv mit jungen Menschen. Und nun bitte ich Herrn Professor Dr. Spitzer, seinen Vortrag zu halten, weswegen Sie heute gekommen sind. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass Sie, ja, dass Sie da sind. Und Sie haben ein Gehirn und interessieren sich dafür, sonst wären Sie bei dem Titel ja nicht da. Und deswegen möchte ich versuchen, Ihnen einfach die wichtigsten Dinge über Ihr eigenes Gehirn mitzuteilen. Das kommt ohne Gebrauchsanweisung und man hat zwar eins, aber das heißt nicht unbedingt, dass man schon automatisch auch weiß, wie es funktioniert. Gehirne, und das ist mein erster wichtiger Punkt, haben genau die entgegengesetzte Eigenschaft wie Computer. Die hat auch einen Namen, die heißt auf Englisch Graceful Degradation. Das heißt auf Deutsch, die gehen mit Würde kaputt. Was heißt das? Das. Hier kann ganz viel kaputt gehen und wir merken nichts davon. Es ist wirklich wichtig, unser Hirn zu benutzen, weil dadurch, dass es verwendet wird, ja, genau dadurch kommt es überhaupt erst so richtig in Schwung und funktioniert überhaupt erst richtig gut. Und noch zwei blöde Beispiele. Bei meiner Geburt war mein Sprachzentrum hier, natürlich, aber es konnte nicht sprechen. Und wie hat mein Sprachzentrum, hier sitzt das Motorische, hier Sensorische, wie hat das Sprachzentrum sprechen gelernt? Ja, die Leute haben alle mit mir gequatscht. Es war halt Deutsch. Und was habe ich dabei gelernt? Deutsch. Ich hatte auch hier meine motorischen Zentren. Bei der Geburt, ich konnte nicht laufen. Wie lernt ein Mensch laufen? Zieht sich hoch, plumpst hin, zieht sich hoch, plumpst hin. Und jedes Mal schickt das Gehirn ein paar Impulse zu ein paar Muskeln und stoppt die Zeit, bis es wieder unten ist. Ne?
Und wenn es ein bisschen länger oben war, dann war das offenbar gar nicht so schlecht mit den Impulsen. Und wenn es gleich wieder unten war, dann war es nicht so gut. Und so justiert es immer so ein paar Impulse nach und guckt, wie lange es dauert, bis man unten ist. Und wenn man das ein paar tausend Mal gemacht hat, weiß man genau, wie viele Impulse man wohin schicken muss, damit man immer oben bleibt. Am Anfang ein bisschen unsicherer und später ein bisschen genauer. Ich erzähle Ihnen mal einfach ein knallhartes Beispiel. Nehmen wir mal diesen kleinen Pfeil hier. Was man weiß, und die älteste Studie ist aus dem Jahr 2007 und die neueste aus dem letzten Jahr. Und wir haben mittlerweile mehr als eine Handvoll. Und die Studien haben alle das Gleiche ergeben, nämlich, wenn Sie zwei Sprachen sprechen, das kann man, manche haben Glück, die lernen es schon in der Kindheit, manche lernen es, wie die meisten, in der Schule. Und wenn Sie die zweite Sprache gelegentlich mal verwenden, dann sorgt es dafür, dass sich Ihr Hirn besser entwickelt. Und wenn Sie dann eine Demenz kriegen, zum Beispiel Alzheimer, die berühmten Ablagerungen, die Ihr Hirn kaputt machen, dann kriegen Sie sie 5 Jahre später. Volle 5 Jahre. Die besten Medikamente, die wir gegen Alzheimer haben, bringen Ihnen 3 Monate. Einfach 2 Sprachen können, bringt Ihnen 5 Jahre. Sie können mit 6 Alzheimer im Kopf haben. Weil der Alzheimer ist eine Gehirnkrankheit, die fängt irgendwann an, wenn Sie Pech haben in der Kindheit. Weswegen es sein kann, dass hier wirklich alles kaputt ist und dann kriegen Sie auch Ihre Demenz mit 70. Die meisten von uns werden aber irgendwann mal entwickeln, die hier ihren Alzheimer. Und dann hängt es davon ab, wenn unser Gehirn so gut entwickelt ist, merkt niemand was. Wir nicht und wenn man sie testet, auch niemand. Und wenn Ihr Gehirn halt da ist, wupps, sind Sie wieder unten. Und deswegen meine ich digitale Demenz ganz wörtlich. Warum? Genauso wie es die grünen Pfeile gibt, die uns anzeigen, was man alles machen kann, damit man weiter oben ist, gibt es die roten. Fernseh gucken, Videospiele, Spielekonsolen, Computerspiele, dauernd online sein, Multitasking, Stress haben. Was macht am Ende? Naja, das da, bis zum Tod. Und genauso wie ich dafür gute Studien habe, das denke ich mir ja nicht aus, das kann man nachlesen, und zwar in den besten wissenschaftlichen Zeitungen, wo es an Tausenden von Leuten untersucht wurde. Genauso gibt es dazu auch gute Untersuchungen, die das ganz schlicht und einfach zeigen, was Sache ist. Und ich möchte mal ein paar davon wenigstens zeigen. Die sind natürlich, vor allem wenn es ums Smartphone geht, alle nicht so alt. Seit wann gibt es die Dinger? iPhone 2007. Bis es dann so richtig um den Globus ging, war es 2012, 13. Und dann hat jeder eins gehabt. Und dann hat noch das Alter abgenommen, bei dem man es hat. Also erstmal hat man so mit im Gymnasium sein erstes Smartphone bekommen. Dann zur Konfirmation, dann zur Kommunion, dann zur Einschulung. Mittlerweile kriegt man es mit 4 im Kindergarten. Ich übertreibe nicht. Ja. Und das weiß ja jeder und hat auch jeder schon gesehen. Und das sowieso. Ja. Also das ist auch weltweit so. Ich war erst vor kurzem, mein Buch erschien auch auf Moskau, also auf Russisch. Ich war in der Moskauer U-Bahn, bin ich gefahren, da sitzen auch alle Leute so. Wirklich. Also das ist ein weltweites Phänomen. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was das eigentlich heißt. Was hier Wissenschaftler aus England gemacht haben, und zwar Wirtschaftswissenschaftler, die haben publiziert im Mai 2015, also vor einem Jahr, die haben 90 Schulen im Großraum London aufgetrieben, also einfach gefunden, bei denen wurde irgendwann zwischen dem Jahr 2002, da ging es los, und 2012, da waren es dann insgesamt 90 Schulen, ja, da wurde ein Handyverbot eingeführt an der Schule. Einfach gesagt, die Schule hat einfach gesagt, wir wollen keine Handys an unseren Schulen. Und dann haben diese Wissenschaftler von allen Schülern aller 90 Schulen, das waren über 130.000, sich über die 10 Jahre, 5 Jahre vor dem Handyverbot und 5 Jahre nach dem Handyverbot, die Zeugnisnoten besorgt und haben den Durchschnitt berechnet aus den Zeugnisnoten. Und dann hat man, um das vernünftig auszuwerten, die Schulen so übereinander gelegt, dass am gleichen Tag, egal wann der war, ob 2002, 2003, 2004 oder 2012, ja, dass am gleichen Tag das Handyverbot anfing. Und dann hat man jahresweise die Zeugnisnoten einfach addiert und einen Mittelwert gebildet. Und was ich Ihnen jetzt zeige, ist der Mittelwert der Zeugnisnoten von über 130.000 Schülern vor dem Tag des Handyverbots und ab dem Tag des Handyverbots.
da war das Handyverbot. Vorher schwankte das so um den Mittelwert, den hat man null genannt, also es war irgendein Wert. Ja. Aber nach dem Handyverbot, das war ein Jahr später, zwei Jahre, drei Jahre und so weiter, wurden die Noten besser. Und zwar immer deutlicher besser. Signifikant war es schon nach einem Jahr. Signifikant heißt statistisch bedeutsam, also das heißt, es war auch wirklich was. Nicht nur, das sind Schwankungen, aber unbedeutende, weil die Fehlerbalken mit der Nulllinie überlappen. Also hier wackelt es halt ein bisschen, ja, und hier geht es dann richtig besser. Handys stören also das Lernen an Schulen. An über 130.000 Schülern gefunden. Jetzt haben die noch eins gemacht, das ist ganz besonders wichtig. Die haben gesagt, wir nehmen einfach mal die Schulnoten der Schüler vor dem Handyverbot und berechnen daraus 5 Gruppen. Nämlich die 20% schlechtesten, die nächsten besten 20%, die mittleren 20%, die guten 20% und die sehr guten 20%. Wir gucken bei jeder Gruppe extra, um wie viel wurden die ein paar Jahre später besser durch das Handyverbot. Und das kommt raus. Je schlechter die Schüler sind, desto besser werden sie durch das Handyverbot. Die richtig guten Schüler, die wurden überhaupt nicht besser. Mit anderen Worten, wenn sie ein guter Schüler sind und sie kriegen ein Handy, werden sie wahrscheinlich nicht schlechter an der Schule. Wenn sie ein schlechter Schüler sind und kriegen ein Handy, werden sie deutlich schlechter. Es wird ja immer gesagt, wir brauchen mehr digitale Medien an Schulen, weil dann, wenn jeder erstmal einen Computer hat, dann ist Bildungsgerechtigkeit da, weil jeder hat dann Zugang über seinen Rechner zu den Daten und deswegen ist endlich mal die Bildungsgerechtigkeit perfekt, wenn jeder einen Rechner hat. Fakt ist es genau andersrum. Wenn Sie einen Computer einfach so ausgeben an Schulen, was passiert? Den schwachen Schülern schadet es richtig und den guten nützt nichts, aber es schadet ihnen auch nicht. Das folgt dem sogar aus dem, was ich vorhin über das Hirn gesagt habe. Denn wenn da ein richtig gebildetes Gehirn, das kann mit dem Computer vielleicht schon ein bisschen umgehen und weiß schon viel. Und wenn man schon viel weiß, hat man auch viele Fragen und dann kann man googeln und hat noch viele Antworten. Wenn man gar nichts weiß, hat man auch keine Fragen und googelt auch nicht. Sondern macht gleich Ballerspiele oder geht auf Pornoseiten und das ist auch genau das Problem. Und es wird eben auch gar nicht bedacht. Ein Smartphone, kommt immer mit Internetzugang. Damit hat, wenn Sie es einem Erstklässler schenken, kommt er zu dem größten Tatort der Welt, dem größten Rotlichtbezirk der Welt und dem größten Tummelplatz für Abzocker jeder Art. Völlig unbeaufsichtigt. Ja, wollen Sie das? Ich verstehe immer nicht, wir brauchen das unbedingt und wir müssen die Kinder so früh wie möglich damit konfrontieren. Hey, Smartphones machen süchtig. Wer das nicht glaubt, das ist die Tagesschau vom 1. Oktober 2015. Und ich habe die gesehen und habe sofort fotografiert. Warum? Weil ich dachte, hey, das ist eine deutsche Studie an 500 Kindern im Alter von 8 bis 14. Die hat mir gefragt, wie ist denn das so mit dem Smartphone? Ja, und ich habe mir am nächsten Tag die Daten besorgt. Das ist die Originalstudie aus Mannheim. Und was kommt raus? Gehen wir nochmal zurück in die Tagesschau. 48% der 8- bis 14-Jährigen sagen, sie fühlen sich durch ihr Smartphone abgelenkt. Und zwar vor allem bei den Hausaufgaben. 24% sagen, sie haben Stress. Weil da kommen dauernd irgendwelche Nachrichten und die, da muss ich halt angucken und deswegen beeinträchtigt das. Und 20% sagen, sie haben Schulprobleme wegen dem Ding. Die Studie war nebenbei nicht einmal gut. Weil wenn 48% von Kindern sagen, dass sie das Smartphone bei den Hausaufgaben stört, könnte es auch sein, dass 52% lügen. Man hat ja bloß gefragt. Man kann heute noch viel mehr machen, man kann Experimente machen, man kann das machen, was sie in London gemacht haben, Schulnoten nachgucken. Und wenn man das macht, dann findet man noch viel dollere Effekte als da. Aber die sind schon so beeindruckend, dass sie immer in der Tagesschau waren. Die Studie war nicht gut, aber sie war in der Tagesschau, das war das Beste an der Studie. Warum? Jetzt kann keiner mehr sagen, da gibt es so einen verrückten Ulmer Psychiater, der behauptet, Smartphones werden schädlich. Nein, die Kinder sagen es ja selber. Da kam nebenbei auch raus, 8% der deutschen Kinder haben ein Problem mit dem Smartphone im Hinblick auf Sucht. Ach, eine Spitzersucht gibt es doch gar nicht. Doch, natürlich. Muss man, was ist das? Nimm mal einen Alkoholiker. Der trinkt nicht deswegen, weil es ihm schmeckt. Der trinkt, weil er sich unwohl fühlt, wenn er nicht trinkt. Deswegen trinkt er. Jetzt nehmen wir einen süchtigen Handynutzer. Der hat keinen Spaß, weil er mal kurz drauf gucken kann, um was zu googeln. Nee, der guckt alle 5 Minuten drauf, weil er Angst hat, er verpasst irgendwo was.
Oder weil er Angst hat, es könnte gerade irgendwie nichts, die Verbindung könnte abgerissen sein. Gucken, ob ich noch Verbindung habe. Also der guckt nicht drauf, um was zu wissen, der guckt drin, weil er Angst hat. Über 60% der Handynutzer haben diese Art von Angst, weil die Party immer da gerade ist, wo man nicht ist, besser ist. Ja. Und die anderen haben immer alles besser. Der andere hat die bessere Freundin, der andere hat die bessere, das bessere Auto. Alles ist immer woanders besser und deswegen bin ich so schlecht. Deswegen, je mehr ich das Handy benutze, desto unzufriedener werde ich mit meinem eigenen Leben. Das ist nachgewiesen. Weil immer alles woanders besser ist. Das trifft vor allem zum Beispiel auch für Social Media zu. Die machen einfach, dass man sich permanent schlecht fühlt, weil allen geht es immer besser, allen geht es super gut, alle haben schöne Freundin, alle haben viel Geld, alle sind gerade auf der besten Party. Und jeder fotografiert, wenn er irgendwo toll essen ist, erstmal das Essen, stellt es online. Hey Mensch, was der den ganzen Tag futtert, ja, ich nehme immer nur Chips. Und merken Sie was? Es ist unglaublich. Ich meine, das eigene Leben wird so hundsmiserablich, weil so toll ist es immer anderswo. Ja? Und das hinterlässt Spuren. Da oben nämlich, hey, mir geht es immer schlechter. Je mehr einer in Facebook ist, desto depressiver ist er. Hat man rausgefunden. Wirklich. Und desto unzufriedener mit seinem sozialen Leben ist er sogar. Und wenn man mal eine Woche auf Facebook verzichtet, wissen Sie, was sich vor allem ändert? Die Zufriedenheit mit seinem Sozialleben. Das hat eine Studie aus Dänemark an über 1000 Facebook-Nutzern, von denen 500 zufalls ausgewählt wurden, die mussten mal eine Woche verzichten. Und man hat dann gefragt, wie geht es denn euch so? Und da kam raus, die fühlen sich im Sozialleben deutlich zufriedener. Wenn Sie mal eine Woche auf Facebook verzichten, haben Sie ein besseres und ein zufriedeneres Sozialleben. Multitasking. Für mich selber persönlich geht es nicht, aber ich denke, ein paar Leute könnten das durchaus hinbringen. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Ich glaube, man kann Sachen nur halbherzig machen und dann mehrere hintereinander. Bei Multitasking gibt es erstmal zu wissen, was das überhaupt ist. Wenn ich zum Beispiel so mache, winke und rede, dann könnte ich jetzt den ganzen Vortrag so halten. Ich mache das nicht, aber das ginge. Warum? Weil das war kein Multitasking. Denn Hüpfen ist automatisch und Winken ist auch automatisch. Und über eins, nämlich reden, kann ich nachdenken. Was aber kein Mensch kann, ich wiederhole, kein Mensch, ist zwei Bücher gleichzeitig lesen, damit er schneller fertig ist. Ja. Das macht auch deswegen keiner. Und nur weil wir heute Bildschirme haben, die so groß sind, wo drei Seiten gleichzeitig draufpassen, heißt das nicht, dass wir es plötzlich können. Wir können es nicht. Und die Studie hat gezeigt, wenn man es dann probiert, dann trainiert man sich eine Aufmerksamkeitsstörung an. Man wird nicht besser im Multitasken, wenn man viel multitaskt. Nein, man wird unaufmerksamer, weil man sich unaufmerksames Arbeiten antrainiert. Das hat der Vergleich von Multitaskern mit Nicht-Multitaskern verglichen. Also wer es viel macht, der lernt es auch nicht. Nein, der wird einfach nur unaufmerksamer. Der Füllfederhalter ist mächtiger als die Tastatur, wörtlich übersetzt. Das waren zwei Leute, der eine kommt aus Silicon Valley und der andere kommt aus Princeton, das ist auch keine schlechte Adresse. Was haben die rausgekriegt? Die haben 5 Experimente gemacht, alle in den USA, und haben Studenten entweder mittippen lassen am Rechner oder mitschreiben lassen. Und nach der Vorlesung, die mitgetippt oder mitgeschrieben wurde, wurde wieder eine Prüfung gemacht zu den Inhalten der Vorlesung. Und es kam in allen 5 Experimenten das Gleiche raus: Wer mitschreibt, weiß mehr. Wer also mit dem Computer mittippt, lernt weniger. Schauen Sie, das kam in Science Magazine schon vor 6 Jahren. Science, weltbestes Wissenschaftsfachblatt. Und die Forscher kommen aus der Harvard University und aus Columbia. Das ist auch nicht schlecht. Was haben die gemacht? Experimente. Immer die gleichen. Nämlich, Leute haben entweder aus einem Buch was gelernt, aus einer Zeitung was gelernt, aus einer Zeitschrift gelernt oder was gegoogelt. Und ein paar Tage später hat man sie gefragt, was habt ihr da gelernt? Und was kommt raus? Wenn man was googelt, merkt man sich's am schlechtesten. Kam immer raus. Der Grund ist auch ganz einfach: Wenn man was googelt, dann weiß ihr Hirn, ah, das konnte ich ja googeln, und was macht es nicht? Es sich merken. Denn Wissen kommt da oben nicht rein durch Google, ist aber Vorbedingung, dass man googeln kann. Wenn wir also wirklich es ernst meinen mit der Fähigkeit der Menschen, die wir haben wollen, dass sie hinterher, wenn sie durch die Bildungseinrichtungen durch sind, mit Informationstechnik umgehen können, dann sollten wir mit der Informationstechnik in den Bildungseinrichtungen zurückhaltend sein. Am besten gar nicht. Nochmal, weil man damit am schlechtesten lernt. Gestatten Sie mir noch 3 Sätze. Warum passiert nichts? Wenn man mit Politikern redet, sagen die hinter verschlossenen Türen irgendwann mal, ja, Spitzer, Sie haben ja recht, aber wissen Sie, wenn ich das zu meiner Agenda mache, bin ich morgen abgeschlachtet von den Medien. Wissen die alle, von ganz rechts bis ganz links, deswegen macht niemand was.
Deswegen, wenn Sie jetzt warten, ja, die Politik wird es irgendwann mal richten, dann warten Sie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag vergeblich. Deswegen bin ich hier, rede zu Ihnen. Ich sage Ihnen auch, woher, wir haben eine Riesenlobby. Wir hatten eine Raucherlobby, die hat uns 50 Jahre lang Freiheit und Abenteuer verkauft und damit aber eigentlich Lungenkrebs und Raucherbeine bewirkt. Und pro Jahr 140.000 Tote. Das sind Zahlen vom Gesundheitsamt, nicht von mir. Pro Jahr durch volle Lobbyarbeit. 50 Jahre lang macht 7 Millionen Tote. Muss man sich mal vorstellen. Gegenüber der Informationstechnik-Lobby, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, ist die Tabaklobby so klein mit Hut. Weswegen die jeden Tag digital macht schlau, digital genial, das digitale Klassenzimmer, da jeden Tag lesen sie Artikel, spielen macht klug im Spiegel und sonst wo. Die ihnen sagen, wie toll alles ist, wir brauchen nichts mehr wissen, wir können alles googeln und. Blödsinn über Blödsinn. Und das dürfen wir nicht zulassen. Ich habe es vorhin schon gesagt, das geht nicht. Denn wir sind, die Verantwortung haben für die nächste Generation, die kann nichts dafür, wenn wir ihnen im Kindergarten schon ein Smartphone schenken. Das sind wir, die wir auf die Angstmache der großen Firmen eingehen. Was, ihr Kind hat das noch nicht? Ja, dann wird es ja hinten dran bleiben. Nein, mit ist es hinten dran. Ganz deutlich, wie ich Ihnen gezeigt habe. Letzte Bitte. Es sind viele hier. Aber es sind auch ein paar nicht hier. Und sie würden mir einen Riesengefallen, wenn die, die hier sind, das, was ich heute gesagt habe, denen sagen, die nicht hier sind. Weil nur dann, wenn alle das wissen und alle sagen, hey, wir machen diesen Blödsinn nicht mit, denn er schadet uns massiv, dann ändert sich vielleicht was. Und genau deswegen bin ich hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand den Vortrag sehr interessant, sehr erfrischend. Es war kurzweilig und sehr, sehr informativ. Ich bin froh, dass ich heute da war. Ich habe mitgenommen, dass man sich, glaube ich, auch mal langweilen darf als Kind und es nicht immer heißen muss, ich brauche sofort ein Handy, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich habe mitgenommen, dass es wahnsinnig wichtig ist, bereits Kleinkinder viel zu zeigen, eventuell zweisprachig aufwachsen zu lassen, wie es doch oft an Kindergärten angeboten wird heute. Also dem offen zu stehen einfach, weil sie doch bis 5 Jahre am meisten lernen. Meine Mutter hat mich jetzt eigentlich eher gegen meinen Willen hingegangen, aber er war eigentlich sehr viel interessant, dass ich angenommen habe. Also einerseits habe ich schon eine gewisse plakative Übertreibung gesehen, die aber vielleicht nicht schlecht war fürs Publikum. Und man muss sich ja unterscheiden, wie die Jugendlichen heute die Dinge anwenden. Das Jugendwort des Jahres 2015 war Smombi, das heißt Smartphone-Zombie. Und ein Zombie ist ja ein seelenloser, willenloser Mensch. Das heißt, die Jugend hat selber begriffen, und das hat mich damals, als ich das zur Kenntnis genommen habe, November 2015, sehr, sehr fröhlich gestimmt, dass die Jugendlichen selber ein Wort sogar für dieses Phänomen gefunden haben, dass die übermäßige Smartphone-Nutzung den Willen raubt und einem zum seelen- und willenlosen Menschen macht. Also die merken das. Das heißt noch nicht, dass sie sofort die Patentlösung dagegen hätten, aber sie haben gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Weswegen auch mittlerweile die Zahl derer zunimmt, die sagen, ich mache das nicht, ich will das nicht mehr. Das ist natürlich noch eine kleine Zahl, aber die nimmt zu. Und man muss ganz klar sagen, es wird höchste Zeit, dass die jungen Leute das noch deutlicher merken. Und warum machen die das? Das ist auch ganz klar. Natürlich befriedigt dieses kleine Kästchen eine ganze Reihe von Bedürfnissen. Menschen sind neugierig, sie sind vor allem auch soziale Wesen. Sie wollen wissen, wie es den anderen geht. Man will wissen, was überhaupt um einen rum ist. Man will wissen, wo die Party schöner ist als bei einem gerade selber und. Diese Bedürfnisse werden, ich sag mal, scheinbar befriedigt. Sie werden ja nicht wirklich befriedigt, aber scheinbar, sodass die Benutzung von dem Ding eben auch Sucht erzeugt. In Südkorea sind schon über 30% der 10- bis 19-jährigen Smartphones süchtig. Und das sind nicht meine Zahlen, das sind die von der südkoreanischen Regierung, die neuesten.